Morgen. Jo, ich bin schon fertig gemacht und ich habe auch schon unheimlich viel erledigt. Ich hatte nur irgendwie keinen Bock, das heute wieder alles zu zeigen, weil das zeige ich ja irgendwie seit Tagen, dass ich am Rechner sitze. Und ja, dann labere ich darüber, dass ich am Rechner saß. Und heute habe ich gesagt, das Wetter ist so schön, also verhältnismäßig, und ich würde gerne einfach was anderes machen. Also nehme ich mir jetzt einfach die Zeit und fahre kurz raus aufs Feld mit meiner Drohne und ich versuche noch mal ein bisschen mit diesen automatischen Flugmodis zu spielen, was ich ja bisher irgendwie nie auf die Kette gebracht habe. Vielleicht klappt es ja diesmal. Und ja, was ich leider nicht schaffe, der liebe Holger aus unserer Blase kommt heute, ja, heute in Frankfurt an, am Flughafen. Und ich wäre ja sehr gerne hingefahren, weil es ist ja fast direkt neben meiner Arbeit. Und das war von Anfang an schon sehr knapp, aber jetzt hat sein Flug auch noch ein bisschen Verspätung und das macht für mich keinen Sinn. Bis ich am Flughafen bin, muss ich schon wieder weg, weil ja, wenn er dann noch auf Gepäck warten muss, dann funktioniert es gar nicht. Also leider nein, aber ich wollte gar nicht so viel quatschen. Raus aufs Feld. Bisschen neblig heute, würde ich mal so sagen. Relativ bedeckt, aber doch sonnig. Also man sieht es ja, ne? Aber so Hochnebel oder Nebel, keine Ahnung. Auf jeden Fall dunstig und was noch schlimmer ist, kalt. Ich werde mir gleich wieder die Finger abfrieren beim Drohne fliegen. Also so ein paar Quickshots habe ich jetzt gefunden und hat funktioniert. Jetzt ist natürlich das Interessante mit diesem Folgemodus. Funktioniert das? Ich habe es bisher noch nie geschafft. Es war allerdings auch so, dass es, ich habe es glaube ich mit Active Track verwechselt. Also ich habe ja gerade das Menü durchgeblättert und ich glaube, ich habe es einfach mit Active Track verwechselt. Jetzt muss ich mal gucken. Eventuell schaffe ich es jetzt. Ich habe es tatsächlich mal geschafft. Also es gibt mehrere Modis. Es gibt einmal Verfolgen. Da geht er irgendwie dem Piloten nach. Das habe ich auch nicht so ganz gerafft, weil er es nicht wirklich markiert, wem er folgt. Aber ich glaube, er folgt einfach der Fernsteuerung. Und dann gibt es das Active Track. Und auch da kann man markieren, dass er verfolgen soll. Und das habe ich bisher nie auf die Kette bekommen. Und jetzt hat es mal geklappt. Ich finde es geil.
Ja, jetzt kann man das Ding ja nochmal ganz anders nutzen. Oh Mann, es ist so, wie ich das gestern gesagt habe, ne? Man lernt nie aus, man muss sich damit nur beschäftigen. Ja, ich muss schon sagen, hat Spaß gemacht. Ich meine, ich hatte jetzt nur einen Akku drin, es ist kalt, hatte ich natürlich jetzt keine große Flugdauer, aber... Naja, was heißt keine große Flugdauer? Ich hatte schon eine. Aber egal. Ich habe das probiert, was ich wollte. Und das hat funktioniert. Und das finde ich richtig geil. Da muss man eine Drohne 2 Jahre lang haben, um zu kapieren, wie sie geht. Ich habe jetzt nicht mal alle Modis ausprobiert, die es so gibt. Weil es gibt halt noch mehr. Also, was habe ich denn jetzt gehabt? Helix und Rocket und sowas. Aber es gibt natürlich auch noch... vorprogrammierte Flüge, wo man quasi eine Route vorgibt, die er fliegen soll. Das ist natürlich auch spannend und interessant. Oder einfach Object of Interest, also quasi um ein Objekt kreisen. Ist jetzt ein bisschen anders dann als dieses Helix, weil beim Helix ändert er ja auch noch den Abstand und die Höhe. Aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, die ich bisher nicht genutzt habe. Und da bin ich jetzt erst drauf gekommen, durch die Mavic Mini, wo sie alle gesagt haben, so, das haben die alle gar nicht. Und ich so gesagt, ja, brauche ich doch nicht, habe ich nie benutzt. Und heute habe ich mir gedacht, ich probiere es nochmal, ich will wissen, wie es geht. Und ich muss sagen, es ist ziemlich geil und ich kann mir richtig gut vorstellen, wofür ich das verwende. Aber die Mini finde ich trotzdem noch geil. So, wieder zu Hause. Ich bin mal echt gespannt auf die Aufnahmen. Wobei, ich kenne ja meine kleine Drohne. Die Aufnahmen werden erwartungsgemäß gut sein. Und ja, jetzt mache ich mir schnell was zu essen, bevor es zur Arbeit geht. Von da an, ich möchte heute einfach auch mal quasi den Vlog so stehen lassen, wie er war. Das heißt, ich habe heute einfach nur mal ausprobiert, wie das ist mit meiner Drohne und mit den Flugmodis. Habe ich erfolgreich geschafft. Und ja, den Rest... des Tages, den kennt ihr, der gleicht etwa allen anderen Spätschichttagen, ist langweilig. Von da an würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video um 18 Uhr. Bis denn, ciao!